So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich eliminiere Gegner bei Ego, Außenposten oder Retail Row. So, wir gehen dazu in den Solo-Modus. Und dann zeige ich euch natürlich, wo alles ist. Kurz in eigener Sache. Ich habe es jetzt bis jetzt in jedem Video erwähnt heute. Es geht ums Gewinnspiel. Was wollt ihr mehr? Lieber 10 € Passive-Karte oder wollt ihr Skins verlost bekommen? Also es liegt halt einfach an euch. Mir ist es im Prinzip egal. Nur einer hat eben in die Kommentare geschrieben, ja, Passive Code wird sowieso direkt eingelöst in Skins. Nein, wird er eben nicht. Von den vier Codes, die bis jetzt verlost wurden, beziehungsweise geknackt wurden von euch, hat einer sich Skins geholt. Ein einziger. Die anderen drei wurden einfach auf anderen Seiten eingelöst. Kurze Sache, was das Gewinnspiel an sich betrifft. Alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Heißt, bei 580 Abonnenten kommt da unten schon die dritte Zahl wieder hinzu. Also gern ein Abo dalassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wenn ihr natürlich Skins haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir gern euren Epic-Namen rein. Und dann unten da schickt mir halt eine Freundesanfrage. Boah, hier ist wieder ein Krach, ey. Oder schickt mir eine Freundesanfrage an YouTube. Also YT-FamilyHack. Weil wir müssen halt 2 Tage befreundet sein, bevor ich überhaupt irgendeinen Skin verschenken kann, in Anführungszeichen. So, Retail Row ist klar. Die Außenposten sind irgendwo auf der Map verteilt. Aber dass da einer landet, ist sehr unwahrscheinlich. Deshalb fliege ich persönlich einfach nach Retail rüber und probiere da meine Kills zu machen. Hallo, Controller? Mein Controller macht nicht mit. Mein ganzes Spiel macht nicht mit. Ach, jetzt. Ja, super. Nachteile am PC. Es könnte auch mal kurze Komplettaussetzer geben. Aber wie gesagt, fliegt einfach nach Retail Row rüber. Macht da eure Kills. Auch wenn es vielleicht ein bisschen öfter mehrere Versuche braucht. Ist ja kein Problem. Inzwischen fliegen auch genug Spots mit. Irgendwann wird es auch wieder ein bisschen ruhiger werden. Natürlich heute, morgen wird da die Hölle los sein, aber das wird schon ruckzuck wieder beruhigen. Deshalb sage ich ja, ihr müsst die Aufgaben nicht immer direkt schaffen. Guck mal, ihr seht hier unten, da, überall wird hier gelandet. So, wir versuchen natürlich jetzt natürlich auch hier eine Waffe zu kriegen. Was sind hier denn Verbände? Ja, genau jetzt leckt's. Man kennt ihn. So sollte man es am besten nicht machen, obwohl ich schon wusste, er hat geschrot. Aber hätte ja auch ein Bot sein können. Von daher, alles ist möglich. So, wir probieren das Ganze jetzt nochmal. Nur damit ihr nochmal seht, wo wir hin müssen. Und da würde ich sagen, ist die Aufgabe eigentlich schon so gut wie erledigt. Wie gesagt, ihr seht ja, es könnte ein wenig länger dauern, je nachdem, wie viele dort landen. Wenn ihr natürlich mit Freunden landet, ist es natürlich einfacher. Macht ihr noch schön Gruppenhilfe an. Warte, ich zeig's mal gerade. Ja, dann geht ihr mit X da drauf. Dann steht unten drunter Gruppenhilfe. Aktiviert die. Wenn die anderen dann Kill machen, zählt das Ganze nämlich auch. Also eigentlich ganz entspannt die Sache. Ich werde morgen wahrscheinlich noch einen Livestream machen, wo ich euch helfen werde. Von daher macht euch da keinen Kopf. Falls ihr irgendeine Aufgabe nicht hinkriegt, schreibt es einfach in die Kommentare. Mal gucken, vielleicht kann ich euch direkt helfen. Ansonsten muss man halt mal gucken, vielleicht im Livestream dann. Wollen ja nicht, dass ihr nicht alle Aufgaben hinkriegt. So. Da ist wieder Retail Row. Dann gucke ich mal gerade ganz schnell nach den Fundorten von diesen anderen Plätzen. Weil die sind nämlich wirklich ganz seltsam auf der Map. Das sind halt diese Militäraußenposten. Da ist nämlich einer ist hier. Und dann haben wir einen hier. Dann gibt es noch einen, der ist hier. Einer ist, warte, jetzt muss ich selber gucken, in der Kurve. Der ist da. Und einer ist noch hier. Also es gibt schon genug Orte davon, aber
Das Problem ist natürlich, wer landet da? Klar, ihr könnt öfters in einem landen. Irgendwann wird vielleicht mal einer mitkommen. Aber ich denke mal, in Retail Row ist es eigentlich am einfachsten. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, gehen wir mal direkt rüber. Hoffen wir, dass wir jetzt mal mehr Glück haben. Ich vermute, die einfachste Variante wird sein, hier im ersten Haus landen und direkt raus. Weil halt die Bots landen ja meistens irgendwo in der Walachei. Wir werden jetzt einfach mal gucken. Ah, ihr seht ja, hier landen so viele noch. Ich finde natürlich wieder nix. Ah, ihr seht ja. Am besten probiert es in Gruppen oder Team-Matches. Ihr seht ja, eine Waffe und schon habt ihr verloren. Es muss halt gut laufen, aber ihr wisst, wo ihr landen müsst. Macht da eure Kills und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne, viel Spaß mit der Aufgabe. So wird wahrscheinlich nicht ganz einfach werden. Und haut rein.